Marina Jex, 18 Jahre, aus Straubing und Tigers-Fan. Sie hat beim Donau-TV-Gewinnspiel gewonnen. Ein Meet and Greet mit ihren Idolen. Sie darf ein Training der Straubing Tigers hautnah miterleben und gewinnt hinter den Kulissen Einblicke, die man als Zuschauer sonst so nicht bekommt. Haben die immer dieselben Flaschen? Ja schon, oder? Weil die hat nur mal praktisch umstängern. Zeugwart Toppo nimmt Marinas Hilfe gerne an. Und auch beim Massieren beantwortet Physiotherapeut Reinhard Hoffmann geduldig die Fragen des Tigers-Fans. Ist jetzt sowas eher selten, wenn man, oder ist es, was haben so häufige Verletzungen, sag ich jetzt einmal, wenn man jetzt sagt, also so Verspannungen und sowas und so Risse. Das ist irgendwie cool zu wissen, was die alles so machen, während vor dem Training und irgendwas so ein bisschen hinter die Kulissen abläuft. Die haben alle voll riesig, wenn sie an ihr vorbeigehen mit den Schlittschuhen. Da kümmern sie so richtig klar vor. Wer ist dein Lieblingsspieler? Cash. Das wollen wir natürlich genauer wissen. Er ist ein guter Torwart, also unglaublich gut und stark und schnell und ja, er hält sich ja oft im Spiel, dass man sagt, er zieht dann also Tore aus, wo es sagt, das sind eigentlich hundertprozentige bei manchen und die zieht er halt doch aus. Und er ist auch so, ich habe ihn auch schon kennengelernt in Autogrammstunden, bin ich einfach voll nett und das heißt also immer am Lachen, immer ganz freundlicher Mensch. Das sind, ich mag ja, eigentlich mag ich alle unsere Spieler. Weil ich weiß, dass eigentlich immer alles gegeben wird, aufs Eis gehen. Weil manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Für Marina ist das Meet and Greet ein unvergessliches Erlebnis. Die Geschäftsführung der Straubing Tigers legt großen Wert auf Kontakt mit den Fans. Wir befürworten sowas natürlich und unterstützen das auch jederzeit, wenn wir da eine Anfrage haben. Denn für die Fans ist das natürlich das Höchste, wenn man nah an der Mannschaft ist, wenn man mal in die Kabine reinschauen darf, wenn man mal beim Massieren zuschauen darf, wenn man sieht, was haben die Spieler eigentlich alles an. Denn als Zuschauer nur im Stadion haben viele davon ja gar keine Ahnung. Mit vielen Hintergrundinfos, einem glücklichen Strahlen und einem ganz besonderen Erinnerungsstück endet das Meet and Greet, das DonauTV ermöglicht hat. Einen handsignierten Schläger von Marinas Lieblingsspieler. Cool. Der Kinder und Wind neben dem Tigers-Kopf.